Ja, hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Black Mesa und das Kapitel Energie. Dann lege ich mir mal los. Gut, schauen wir mal hier weiter. You don't know how close you were to getting one between the eyes. Listen, mister, if you can get the power on, that train down there will take us to the surface. I would try myself, but it's a long way down to the generator room, and there's things in the way. Ja, okay. Gut, dann suchen wir mal diesen Generator und schauen wir mal, dass wir das Viech dann hier auch noch putzeln. Ich schaue halt schon gerne immer in die Kisten hier rein. Da ist dann oft schon mal Munition oder Heilung etc. drin. Oh, so. Die Munition hier einteilen. Okay, hat sich selber erledigt. Auch nicht schlecht. Gut, da fallen wir mal lieber nicht rein. Das ist glaube ich etwas ungesund hier. Hier scheint es mehrere Ebenen zu geben. Jetzt mal Level für Level durchschauen. Okay. Ah gut, hier gab es nur Munition. Geht's aber anscheinend nicht weiter.
reinzuschauen. Oh, links Geschützturm. Wo ein Geschützturm ist, sind vermutlich Soldaten auch nicht weit. Ah, ich krieg den mit der Granate nicht klein. Jetzt ist er weg. Granaten habe ich ja auch. Okay. Oh, oh, oh. Ich glaube, da speichern wir erstmal. Okay, scheint noch mehr zu sein. So, oh, da schaut es in der Munition ja ganz schlecht aus. Schrotflinte auf die Entfernung ist wahrscheinlich auch nicht so der Bringer. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Okay, da haben wir einen Aufzug. Ah, okay. Dann schauen wir nochmal auf die andere Seite. Geht's hier wohl nicht weiter. Der stand hinter der Kiste, ja?
die sind nice. Okay. Ja, das sind diese Laserminen. Also wenn da einer durchläuft, dann explodieren die. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Hier ist das Treppenhaus. Die sind übel. Richtig schaden. Ah, da geht der Aufzug wieder nach oben. Gut, fehlt der Strom. Aber wir müssen ja eh den Strom einschalten. Wahrscheinlich hat sich das dann automatisch mit erledigt. Gut, dann schauen wir mal eins tiefer. Level 2. Oh, da geht's ja noch eins runter. Scheint irgendwas blockiert zu sein, ihr seht's hier. Bloß nicht die Benzinfässer treffen. Jetzt ist wahrscheinlich hier gleich. Aber jetzt. So, dann hoch zum Fahrstuhl und dann. Erledigt hier. Der Strom an. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. Okay. Ja, dann sind da oben wahrscheinlich noch mehr.
So, noch schnell die Munition einsammeln. Ah, das ist ja auch noch einer. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Oh, da kommen noch mehr. Granaten, die sieht man immer so schlecht. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal Heilung. Der ist wahrscheinlich, naja, bis jetzt war es noch drin. Das ist anscheinend nur Deko, was hier liegt. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das Teil hier killen. Ich weiß jetzt auch gar nicht gerade, wie es heißt. Also, wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Halt, da oben geht's lang. Ging's denn hier eigentlich noch lang? Ach, das war der versperrte Weg, okay. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den irgendwie mit Granaten ablenken können. Der schaut nämlich genau in meine Richtung. Wahrscheinlich jetzt ein Höllenritt hier. Hm, super, das war jetzt so der Hit. So, jetzt hoffen wir, dass das die richtige Richtung war. Ja, das schaut gut aus. So, die müssen wir hier verbinden. Das weiß ich zum Glück noch. So, und dann machen wir mal Strom hier drauf. Thank you.
So, dann nehmen wir uns mal die Karre hier. Freeman, right? Hold up a sec. One of your scientist pals said they'd give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. You said something about a Lambda team needing a satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Na, da haben wir jetzt eine Aufgabe hier, die Rakete zu finden, zu starten. Und die Welt zu retten. So, jetzt schauen wir aber erst mal rein, was der hier so hat. Okay. Ja, somit wären wir hier durch. Ging ja jetzt doch relativ fix. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Da unterstützt ihr mich natürlich damit. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.